Zuschauer zur BAFF-Show. Wir haben heute wieder einen interessanten Themenkomplex für euch zusammengestellt. Unter anderem natürlich World of Warcraft, Neverwinter, Age of Wulin, man höre und staune, und MechWarrior Online. Aber bevor wir in die Sendung starten, fangen wir mit den News an. Microsoft lenkt ein. Nach lautstarken Spielerprotesten gegen die geplanten Kopierschutzmechanismen für die Xbox One und einer Punktlandung von Sony mit der PlayStation 4 rudert der Xbox-Hersteller nun zurück. Am Mittwoch kündigte das Xbox-Team von Microsoft umfassende Änderungen an den Plänen für die Xbox One an. So soll die Konsole nach einmaliger Aktivierung auch ohne Internetanbindung funktionieren. Selbst als Download erworbene Spiele sollen nach dem Herunterladen vollständig offline spielbar sein. Mit Datenträgern erworbene Spiele wiederum werden nicht mehr an den Xbox-Account gebunden werden und können, wie von der Xbox 360 gewohnt, auch an andere Spieler weitergegeben werden. Im Gegenzug muss zum Spielen aber auch wieder die Disk im Laufwerk liegen. Und auch die eigentlich geplante geteilte Spielebibliothek für die Xbox One ist mit den neuen Plänen vorerst gestrichen. Das Free-to-Play-Online-Rollenspiel Neverwinter ist bereits seit Ende April in der Open Beta frei spielbar. Am 20. Juni erschien das MMORPG nun offiziell. Laut Aussage der Entwickler von Cryptic Studios tummeln sich bereits 1,5 Millionen Spieler auf den Servern. Neverwinter spielt im Dungeons & Dragons Universum und bietet Spielern Quests und Dungeons in der titelgebenden Stadt Neewinter. Ein Merkmal des Online-Rollenspiels ist das actionreiche Kampfsystem, das Schurken, Klerikern, Magiern und Kriegern unter anderem aktives Zielen und aktives Ausweichen abverlangt. Im Zuge der offiziellen Veröffentlichung kamen auch neue Endgame-Inhalte ins Spiel. Angekündigt ist außerdem bereits die erste Erweiterung Fury of the Feywild mit dem neuen Elfengebiet Sharandar, drei weiteren Instanzen und zusätzlichen Berufen. Am Mittwoch ist das neue Update 8.6 für World of Tanks erschienen, einem der derzeit beliebtesten Free-to-Play-MMOs. Laut Wargaming fahren weltweit über 60 Millionen Menschen virtuell Panzer. Und damit diese gigantische, große Community auch bei Laune gehalten wird, braucht es regelmäßig Content-Nachschub. Mit 8.6 sind 9 neue Selbstfahrlafetten und ein britischer Premium-Panzer hinzugekommen, der Excelsior. Dazu gibt es eine weitere Map namens Heiliges Tal. Außerdem hat Wargaming an einigen Mechaniken geschraubt, wie etwa die der Artillerie, die zuletzt in die Kritik geraten waren. Auf buff.de findet ihr neben weiteren Informationen zum Spiel auch erste Tipps zum neuen Update. Das waren die neuesten Nachrichten aus der Welt der Online-Games. Kommen wir zum ersten Take der Sendung. Darin geht es selbstverständlich um World of Warcraft. David und Susanne haben einige neue Erfolge auf der Insel des Donners errungen. Draußen ist es voll heiß. Da wünscht man sich ab und zu mal so die Kühle einer Insel, auf der es viel regnet, würde ich sagen. Zum Beispiel die Insel des Donners. Vor allem will man ja in WoW vielleicht nicht 5 Stunden im Raid verbringen bei der Hitze, sondern mal schnell was Kleines, Kurzes machen. Und deshalb stellen wir euch heute mal 4 Erfolge auf der Insel des Donners vor, die relativ schnell gemacht sind. Da geht's gleich los mit dem ersten Erfolg, nämlich Terrorhorn im Porzellanladen. Und wie das schon so vermuten lässt, geht es darum, dass ihr von einem Terrorhorn eine unbezahlbare Sandalari-Vase zerschlagen lasst. Ja, das ist natürlich die erste Frage. Wo ist denn eigentlich diese Vase? Die ist hier in den Bestienpferchen. Da war vermutlich jeder schon mal, der auf der Insel des Donners gequestet hat. Die Vase hat man vielleicht nicht gesehen, aber man weiß, wo es ist. Nicht wirklich. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wo ist denn das Loa beseelte Bluthorn? Das ist auch ein sehr schöner Name für einen Gegner. Praktischerweise steht das gleich um die Ecke. Da vorne seht ihr das bei dem Loa-Sprecher. Da steht auch das kleine Bluthorn, das auch, muss man dazu geben, relativ langsam ist. Ja, man kann, da hat man auch gesehen, dieser Dreifachangriff, dieses Aufspießen tut ziemlich weh. Also man sollte tatsächlich ein bisschen auf Entfernung kiten. Man könnte am Anfang auf die Idee kommen, naja, das ist ja total einfach, ich haue einfach den Loa-Sprecher um und mache danach den Dino. Das funktioniert leider nicht, weil sobald der Loa-Sprecher umkippt, sagt der Dino, na gut, da habe ich die Nase voll und läuft wieder weg. Ja, ich greife euch nicht an. Weil der dann nicht mehr aggressiv ist. Also man muss beide mit sich herumziehen. Allerdings sieht man hier schon, es ist nicht so schwer, geht relativ gut. Ich habe vorher noch ein paar Dinos hier in dem Pferchen beiseite geräumt, das hilft natürlich. Man muss dann nur ein bisschen aufpassen, diesen Sturmangriff, der da jetzt gerade gewirkt wird, der passiert nur, wenn man auch auf Entfernung zu dem Dino steht.
Also wenn er den gerade nicht wirken will, wenn man in der Nähe der Vase ist, dann muss man vielleicht noch mal ein bisschen im Kreis laufen. Aber wenn das alles funktioniert, wie es soll, dann kippt die Vase um. Man hat den Erfolg. Und wenn man das so grandios abpasst wie ich, dann setzen die sogar genau in dem Moment zurück und man muss ihn nicht mal mehr umbringen. Ich fand es übrigens sehr schön, dass die Vase tatsächlich umgefallen ist und es sogar so ein Scherbengeräusch gab. Ja, ein bisschen Liebe zum Detail. Aber wie man sieht, ein relativ schnell verdienter Erfolg, aber ich finde ihn trotzdem ganz amüsant. Also die Idee für das Achievement ist einfach ein ganz nettes. Ja, der nächste Erfolg nennt sich Stößchen und den erledigt ihr in der Region um Satual. Da geht es darum, einen Bestienrufer der Sandalari von seinem Fluggefährt zu schubsen. Ja, das sind die Herrschaften, die hier rumfliegen. Die gibt es auch an anderen Stellen der Insel, aber hier am Strand ist es relativ einfach. Man sieht schon, die fliegen relativ tief. Ein bisschen knifflig ist, dass man tatsächlich den Reiter ins Ziel bekommen muss. Allerdings, wie man hier auch schon gesehen hat, Namensplaketten einblenden oder so hilft dabei ganz gut. Und jegliche Form von Fernkampfangriff reicht dann auch schon, um sie runterzuwerfen und den Erfolg zu kriegen. Ja, also viel, das geht ja schnell. Schneller verdiente Erfolgspunkte gibt es fast nicht. Nee. Ein bisschen komplizierter wird es bei Unterspannung. Den erledigt ihr bei der Donnerschmiede. Da geht es darum, Metallfürst Monohan umzubringen, wenn ihr 10 Aufladungen des Buffs Kraftwoge habt. Da seht ihr einmal den Metallfürst und da seht ihr noch die anderen Mobs, die für den Erfolg wichtig sind. Das sind nämlich die Blitzrichter der Schanze. Die hinterlassen bei ihrem Ableben eine Kugel, eine Leuchtekugel am Boden, das sehen wir gleich. Und wenn ihr da durchlauft, kriegt ihr halt diesen Kraftwoge-Buff, der eure Geschwindigkeit erhöht. Also nicht Bewegungsgeschwindigkeit, sondern Angriffsgeschwindigkeit und Zaubertempo. Das Knifflige an dem Ding ist, dass man bevor man Monohan überhaupt angreift, vielleicht schon mal so 3-4 von den Blitzrichtern umgebracht haben sollte, denn der Buff hält natürlich nicht ewig, sondern mit jedem Stapel erhöht sich die Dauer. Das heißt, bei der ersten Aufladung sind es, glaube ich, 10 oder 15 Sekunden. Das heißt, man muss relativ schnell danach schon einen zweiten Schanzhebel gebracht haben. Und danach wird es dann aber ein bisschen bequemer mit einer Dauer von 40, 50 Sekunden. Und am Ende, wenn ihr dann bei der 10. Aufladung seid, habt ihr dann ganze 2 Minuten. Und wenn ihr währenddessen Monohan schon selber ein bisschen runtergeprügelt habt, dann reicht das eigentlich dicke aus, um ihn auch mit den 10 Aufladungen umzubringen. Ja, muss man vielleicht so ein bisschen ausprobieren, wie viel Schaden man am Boss machen kann, wie schnell man ihn runterprügelt, wie viel extra Buffs man dann vielleicht während des Kampfes noch braucht. Aber für die meisten Spieler, die einen einigermaßen angemessenen Ausrüstungsstand für den Stand des Endgames gerade haben, dürfte das eigentlich kein großes Problem sein. Ja. Interessant ist es vielleicht für euch noch zu wissen, versucht den Erfolg lieber solo zu machen. Wenn jetzt andere Spieler mit dabei sind oder auch da rumrennen und durch die Kugeln von der Kraftwoge rennen, da kann nur ein Spieler, ein Held durchlaufen und der kriegt dann den Buff und der andere steht dann ein bisschen da. Du bist ja nur beleidigt, weil ich schneller war, als wir das zu zweit gemacht haben. Und guckt ein bisschen blöd, vor allem Fernkämpfer, die dann mit Nahkämpfern unterwegs sind, gucken da ein bisschen in die Röhre. Dementsprechend schaut, ob ihr das lieber alleine macht. Und da kommen wir noch zu dem letzten Erfolg. Das ist, lasst uns unsere Kräfte vereinen. Und es geht um diesen großen Klotz da, Wächter Taku. Ja, den haben viele von euch wahrscheinlich auch schon im Rahmen von täglichen Quests mal bekämpft oder sind zumindest mal dran vorbeigelaufen. Die Idee des Kampfes ist, dass diese 4 Priester, die da rumstehen, sobald man einen davon mal so ein bisschen anboxt, fangen die an, ihre Energie quasi in den Golem zu kippen. Und nach 30 Sekunden, wenn er vollständig aufgeladen ist, greift er dann auch in den Kampf ein. Und von allen Priestern, die dann noch am Leben sind, erhält er Stärkungszauber. Ja. Um also den Erfolg zu schaffen, muss man, damit er ohne Segen bekämpft werden kann, in diesen 30 Sekunden, in denen er sich auflädt, alle Priester umhauen. Ja, das sieht man gerade hier, ein bisschen unter Zeitdruck. Es geht aber auch relativ fix mit 2 Spielern, wenn sie halt entsprechend auch ein paar gute Klamotten dabei haben. Und ja, dann es wird natürlich einfacher, je mehr Spieler man in der Gruppe hat. Gibt jetzt keine Voraussetzung, dass man den Erfolg alleine machen müsste. Ich nehme aber an, viele Charaktere mit gutem Ausrüstungsstand kriegen das auch einigermaßen stressfrei schon alleine hin. Aber wenn es zu schwierig ist, wie gesagt, einfach ein paar Freunde einsammeln. Zu zweit war es schon sehr einfach für uns. Ich muss sagen, ich hätte es alleine vermutlich nicht hingekriegt, weil ich nicht so Burst Damage machen kann. Aber da sehen wir gerade, auch wenn der Boss ohne seine Segen umgebracht wird, hat er auch keine großartigen Fähigkeiten und ist relativ harmlos. Ja, die zweite Variante mit allen 4 Segen fängt ein bisschen langweilig an, weil man boxt den ersten an und dann steht man erstmal so ein bisschen sinnlos in der Gegend rum und wartet, dass es losgeht. Ja.
danach hier, man sieht, man muss sich mit den Priestern selber nicht mehr auseinandersetzen, weil die saugt er irgendwie auf. Ihre Energie. Genau, wie das funktioniert bei Gronips. Nennen wir das aber, mal so. Danach hat er dann eben verschiedene Fähigkeiten, mit denen man umgehen muss, unter anderem hier diese Wirbelstürme. Ja, der hat auch einen Heilzauber, Wellen der Hydra heißt das, wenn möglich solltet ihr das unterbrechen oder aber von ihr entfernen. Aber selbst wenn er dann sich auch ein bisschen hochhält, ist das jetzt nicht sonderlich schlimm. Er beißt trotzdem. Nee, wir haben es ausprobiert, weil ein gewisser Priester das Bannen vergessen hat. Ich erwähne jetzt nicht wer. Er geht trotzdem schnell genug down, würde ich sagen, der Wächter Taku. Und macht auch nicht allzu viel Schaden. Also passt am besten auf, dass ihr nicht in Flächeneffekten drin steht und schaut, ob ihr den Heilzauber bannen könnt. Kommen wir zum Shootingstar des Jahres. Es geht natürlich um Neverwinter. Ist am Donnerstag, den 20. Juli, endlich final released worden. Aufgrund dessen haben sich auch Sebastian und David eine neue Foundry-Quest angeschaut. Diese Woche erscheint ja Neverwinter offiziell, ist aus der Beta draußen. Eins der großen Features, was natürlich auch viel Mehrwert oder viel Wiederspielwert liefert, sind ja die Foundry-Quests, wo Spieler selber Abenteuer erstellen können. Ja, und wir haben uns mal die Foundry-Quest Hilfe für die Stadt Elso angeschaut. Und die beweist doch, dass sehr viel Liebe im Detail drin steckt bei den Autoren. Wie genau das aussieht, könnt ihr jetzt in unserem Beitrag sehen. In der Foundry-Quest Hilfe für die Stadt Elsur geht es darum, dass mein Charakter in einer Taverne Gerüchte über merkwürdige Vorkommnisse in der Stadt Elsur gehört hat und sich mal auf den Weg dorthin macht, um zu schauen, was da so abgeht. Und dann werden fleißig Dialoge geführt erstmal. Ja, also die Quest bietet gleich am Anfang ziemlich viele Dialoge. Die sind zum Teil auch freiwillig, also hier mit der Wache hätte ich nicht reden müssen. Aber das informiert mich ein bisschen über die Situation, die da herrscht. Und was mir sehr gut gefallen hat, sind einfach die Details. Wie man sieht, ist die Optik hier ein bisschen angepasst worden. Alles ist irgendwie grau und Feuer liegt rum. Das hat was mit dieser merkwürdigen Situation eben zu tun, die hier in der Stadt herrscht. Es wird mir auch empfohlen, nicht in Ecken zu gehen, was ich natürlich sofort gemacht habe. Und wie man sieht, war das eine nicht ganz so gute Entscheidung, denn plötzlich tauchen überall Untote auf und greifen meinen Charakter an. Das war jetzt aber auch nicht zwingend Bestandteil der Quest dann. Also das war jetzt eher deine Schuld. Weil das war meine Schuld, genau. Also es ist eine Wache rumgelaufen, die gesagt hat, haltet euch von Tieren und Ecken fern. Und ich habe halt natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als in die erstbeste Ecke zu laufen und nachzuschauen. Was man halt so macht, wenn einem jemand sagt, man soll irgendwas ganz genau garantiert nicht tun. Ja, aber ist ja schön, wenn es dann mit so viel Liebe zum Detail gestaltet ist, dass auch Dialoge mit drin sind für Leute, die gerne noch mehr über die Geschichte erfahren wollen oder auch solche Spezialevents, die man nicht sehen muss oder gemacht haben muss. Eben, also gerade diese Liebe zu dem Teil sticht hier in der Quest wirklich sehr raus. Also es ist richtig schön designt worden und auch allein schon die Möglichkeiten, dass man eben so Tiere einführt, die sich beispielsweise auf einmal in Gegner verwandeln oder so, ist doch ganz cool. Ja, haben wir uns da erstmal durchgekämpft, komme ich zum Bürgermeister, der mich dann ein bisschen aufklärt. Also scheinbar ist es so, dass in einem Haus auf einmal Dämonen aufgetaucht sind aus dem Keller und eben die Stadt jetzt unsicher gemacht haben. Wir begeben uns darauf natürlich sofort in den Untergrund und gehen der Sache auf der Spur. Und hier ist mir schon wieder aufgefallen, also die Community von Neverwinter hat echt ziemlich viel Humor. Also wir haben schon letztes Mal eine Foundry-Quest vorgestellt, die einen diversen Witz drin hatte und hier ist das Ganze auch. Also die Gegner heißen Moonwalkers und sind tanzende Skelette. Das ist so doch ganz lustig gehalten. Nicht allzu bierernst, ist ja auch mal ganz schön. Ja, also definitiv. Die Namen von den Monstern sind auch eigentlich alle ins Deutsche übersetzt. Die Quest gibt es, soweit ich weiß, auch bisher nur auf Deutsch. Also das ist von einem deutschen Autor. Und auch sämtliche Dialoge und so sind komplett im deutschen Text gehalten. Wie ist sie denn so vom Schwierigkeitsgrad her? Kann man auch, wenn man noch relativ neu ist, in Neverwinter schon problemlos spielen? Oder? Gut, dass du das ansprichst, weil vom Schwierigkeitsgrad her ist es auch sehr interessant gehalten. Man kann in den Dialogen immer wieder unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auswählen, wie hier beispielsweise einfach. Und dann gibt es eben mehr Monster oder schwerere Monster. Also ich habe es auch einfach gespielt, weil ich eben auch alleine mit meinem Panther hier unterwegs war. Und das ging eigentlich. Also man musste ab und zu aufpassen, wie hier, dass man nicht so sehr in bösen Effekten steht. Aber an sich konnte man das Ganze allein gut durchschaffen in so einer Viertelstunde. Ja,
ist ja aber auch ganz cool, wenn man da die Wahl hat. Ist ja vielleicht auch für den Wiederspielwert ganz nett, wenn man es da nochmal in schwerer sehen will. Definitiv. Also es wird auch empfohlen, das auf höheren Schwierigkeitsgraden mit mehreren Spielern zu spielen, weil es eben dann doch etwas kniffliger ist. Ja, von dieser spektralen Gestalt, die da gerade eben aufgetaucht ist, haben wir erfahren, dass es hier ein Meister Hockeli gibt, der das Ganze hier irgendwie hervorgerufen hat, und wir suchen nur nach dem. Und hier fällt auch wieder auf, dass das ganze Dungeon sehr komplex gestaltet ist. Also ich untersuche das und bin zufällig auf einen Kerker gestoßen, wo wieder so eine Art Sidequest gehalten ist, wo ich so eine Person eben befreien muss. Ich glaube, der Stadtrat war das. Der sieht auch ganz, ganz schön gestaltet aus. Ja, genau. Also Spinnenweben und so weiter, die muss er auch erstmal echt überdenken. Sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und auch gerade eben, ich musste so dann so eine Axt umdrehen, um eben hier aufzuschließen. Und habe dann in einer Sidequest den Bürgerrat, genau, nicht Stadtrat, Bürgerrat von Elso befreit. Der sich dann natürlich auch sofort freut und sich von den Socken macht. Der hätte ja auch mal helfen können. Ja. Nachdem wir dann ein bisschen weiter gesucht haben, kommen wir in die tieferen Katakomben, wo man schon so ein bisschen das Unkraut sieht. Und da steht auch der Meister Hoggeli, der uns natürlich sofort angreift, weil, ja, wir wollen ja seinem bösen Treiben ein Ende machen. Steht die Quest dann eigentlich für sich, oder ist das auch so eine, die vielleicht noch zu so einer Kampagne dazugehört, wo noch Folgeteile kommen? Das Ganze mit einer Kampagne, also das ist nur der Prolog, Hilfe für die Stadt Elso. Und es gibt auch schon die erste Hauptmission, die dann irgendwas mit Piraten zu tun hat. Ja, der Meister Hoggeli ist dann auch der Endboss der Quest. Und wie man sieht, hält er ein bisschen mehr aus. Er hat im Voraus auch immer wieder Dämonen beschworen und Skelette, die im Kampf helfen. Aber mit ein bisschen Trickserei geht das Ganze auch. Loot gibt es natürlich auch wie gewohnt, also der ist weiterhin zufällig berechnet. Man kann also schöne Dinge finden. Ja, zum Abschluss gibt es dann nochmal einen Dialog, der eben darauf hinweist, dass eventuell noch mehr Dinge im Hintergrund mitspielen. Aber darauf wird dann auch nicht weiter eingegangen. Kommt man in die Stadt zurück, sieht man, dass es doch alles etwas bunter ist als vorher, zu diesem tristen Grau, und die Leute tanzen wieder auf der Straße. Man hat also seine heroische Pflicht getan. Zum Schluss gibt es dann nochmal eine Unterhaltung mit dem Bürgermeister, der sich natürlich für die Hilfe bedankt, aber auch nicht weiter auf andere Vorkommnisse eingeht, die eventuell vorkommen. Ja, also zum Schluss dann natürlich noch die obligatorische Schatztruhe, und schon hat man das Ganze geschafft.